Dr. Eckart von Hirschhausen hat in Wissen vor Acht uns allen mal wieder beigebracht, wer der wahre Klimasünder in Deutschland ist. Die Kuh, da ist sie wieder. Lass uns mal zusammen einsteigen. Ich finde es schon amüsant, wenn es nicht so traurig wäre. Hört mal rein. Ich war 2021 in Glasgow auf der Weltklimakonferenz. Ja, ein Freund von mir wohnt in Edinburgh und der hat das ja mitgekriegt, wie morgens die ganze Entourage von Edinburgh einmal rübergeflogen ist nach Glasgow. Es ist tatsächlich, stand auch in der britischen Presse jeden Tag in der Zeitung, der größte jemals gemessene CO2-Fußabdruck, den es jemals gab. So viel also zu diesen ganzen Konferenzen. Aber darum ging es mir ja gar nicht. Für mich war es die erste, für die Welt schon die 26. Ein großes Thema dort war, wie können wir schnell die Methanemissionen reduzieren? Ein Treibhausgas, das 30 Mal klimaschädlicher ist als CO2. Und was das mit dem Fleisch zu tun hat, darüber reden wir jetzt. Ja, darüber reden wir jetzt. Wo kommt denn das größte Methanvorkommen aktuell her? Ist es tatsächlich von unseren furzenden Mitbewohnern, unseren Weidetieren? Oder ist es vielleicht unser Konsum an Gas, und zwar an Fracking-Gas aus den USA? So ist es nämlich, weil ein Schlupfanteil von 4%, also Schlupf ist also das alles, was entweicht bei der Förderung von Fracking-Gas, 4% ist davon einmal schon in der Atmosphäre drin. Also es ist genau das Gleiche. Und das Genialste ist, dass die ganzen Bohrlöcher ja gar nicht mehr versiegelt werden. Die puffern ja immer noch so vor sich hin. Wir könnten also hier bei uns zu Hause fracken. Oh Gott, was hat er jetzt schon wieder gesagt? Ja, ist so. Es gab eine Studie in Auftrag gegeben von Frau Merkel, die eindeutig nachweist, dass wir ohne Chemie, wie es in den USA läuft, sondern wirklich mit Mitteln, die ungefährlicher sind als Spülmittel, damit bei uns zu Hause fracken. Wir haben 30 Jahre Gasvorkommen und wir wären autark und müssten den ganzen Dreck nicht als LNG auf minus 163 Grad oder was abkühlen. Ein Energieaufwand ohne Ende. 20% davon gehen sowieso schon verloren und dann über den Atlantik schippern. Muss ich jetzt mal loswerden, aber es geht ja um die bösen Kühe. Methan entsteht in Deutschland hauptsächlich in der Landwirtschaft und hier zu einem großen Teil in den Mägen von Wiederkäuern wie Schafen, Ziegen und vor allem natürlich Rindern, denn von denen gibt es am meisten. Rinder geben beim Verdauen sehr viel Methan ab. Würden wir Menschen auch, wenn wir so schwer Verdauliches essen würden wie sie. Deshalb überlassen wir das Gras ja denen, die sich darauf spezialisiert haben. Ja, weil wer soll denn sonst dieses Gras fressen? Herr Özdemir ist zwar Vegetarier, aber selbst für ihn wäre es zu viel. Und wenn wir diese Tiere nicht hätten, die ja diese Weidetierhaltung und so, also diese wunderbare Nutzung von diesen Weiden und von diesen schönen Gräsern überhaupt erst möglich machen, weil das ist ja auch Artenschutz, weil da sind ja die ganzen Bienen und Insekten. Das sagt ja selbst Herr Kröger vom NABU erst letzte Woche im Interview, dass wir glücklicherweise die Weidetiere nutzen sollten. Aber es geht noch besser, pass auf. Ein bisschen Methan ist auch in unseren Pupsen, aber die Rinder machen davon echt viel. 40% des in Deutschland an die Atmosphäre abgegebenen Methans rülpsen und pupsen unsere Wiederkäuer aus. Dieses Problem versuchen Forschende durch die Ernährung zu lösen. Versuche haben ergeben, dass die Zufütterung von Rotalgen die Methanproduktion drastisch. So wie mein guter Freund Christian Lohmer ja auch gesagt hat, hat Professor Kepler ja vor 7, 8 Jahren herausgefunden, dass sehr viel Methan über den Ozean entsteht. Übrigens von diesen Algen, die das halt freigeben. Das ist ein natürlicher Prozess. Und hier, wir reden hier von einem biogenen Kreislauf. Ich weiß, das wollen halt solche hochintelligenten Menschen nicht verstehen. Und dass wir auch vor 100 und 200 Jahren mehr Weidetiere auf diesem Planeten hatten als heute, das verdrängt man natürlich wunderbar. Aber nochmal, ein biogenen Kreislauf, die 97%, die sind halt in der Luft nun drin, schon immer gewesen. Und mal abgesehen davon, dass Methan sich ja auch nach 10 bis 12 Jahren einfach mal so verpufft und ist weg. Ja, aber egal, hören wir mal weiter. Senken kann. Rinder stoßen je nach Studie dann bis zu 80% weniger Methan aus. Mhm. Klingt vielversprechend, aber Algen können recht viele Schadstoffe enthalten. Jeder Eingriff in das Gleichgewicht des Kuhmagens muss gut überlegt sein. Mhm. Ja, stimmt.
feststeht, der weltweite Fleischkonsum ist in den vergangenen 20 Jahren um 50% gestiegen. Die Bevölkerung ist gewachsen, die Einkommen ebenso. Bis 2028 wird der Fleischkonsum möglicherweise noch einmal um 13% steigen. Das pro Kopf essen wir in Deutschland übrigens 55 Kilo pro Jahr und die Spanier 85. Das heißt, bei uns geht es herunter, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Nur auf dem Rest der Welt geht es nach oben. Also wenn wir damit aufhören, ist nichts gewonnen. Und das Schlimmste an der ganzen Diskussion ist ja, wenn wir hier allen Ernstes alles abschaffen, kommt es von woanders mit einem extrem hohen, fetten CO2-Fußabdruck her, der nicht ansatzweise unsere Standards hat, weder im sozialen Bereich noch im Tierwohlbereich, aber ist ja egal. Hauptsache aus den Augen, aus dem Sinn. Kommt noch was anderes her, hier, Schausen? Das ist aus Sicht der Tiere, der Erde und der Menschen überhaupt keine gute Nachricht. Mhm. Selbst wenn die Wissenschaft den tierischen Methanausstoß reduzieren sollte, weniger schlecht ist noch lange nicht gut. Würde Fleisch von der globalen Speisekarte gestrichen, könnten die ernährungsbedingten Treibhausgase um die Hälfte zurückgehen. Gut fürs Klima, gut für die Artenvielfalt und die menschliche Gesundheit. Eine pflanzenbasierte Kost könnte in Deutschland Tausende von Todesfällen verhindern. Ja, Fleischverzicht ist ein Verzicht auf Herzinfarkt und Schlaganfall und darauf verzichte ich gern. Ja, ein bisschen breiter im Umfang geworden, Herr Hegeschausen, aber das stimmt alles so auch nicht, sondern das hat die Uni Washington, blende ich jetzt nochmal ein hier unten, könnt ihr mal alle nachschauen, dass das alles nicht stimmt, dass diese ganzen Krankheiten nun mal nicht aufgrund des Verzehres von Fleisch herrühren. Und es ist wie immer im Leben, die Dosis macht das Gift. Und die Unehrlichkeit hier in so einem Bericht ist einfach nur an Dreistigkeit gar nicht zu überbieten, weil alles, was hier gerade gesagt wurde, kann widerlegt werden. Ist genau wie mit der Trog-Teller-Diskussion, dass angeblich unsere Tiere ja uns was wegnehmen. Das stimmt überhaupt nicht. Nein, der Gesetzgeber nimmt zum Beispiel das weg, dass er uns das Düngen verbietet, beziehungsweise so einschränkt, dass wir nicht mehr in der Lage sind, auf guten Standorten in der Landwirtschaft brotbackfähigen Weizen anzubauen. Wir haben genügend Standorte, wo man nun mal keinen brotbackfähigen Weizen anbauen kann, egal was man da düngt. Und dann ist es gut, dass wir das wenigstens für unsere Tiere als Futter nutzen können, weil die Tiere sorgen für eine Autarkie das ganze Jahr über. Und das müssen wir alle verstehen. Und wenn ich eine Kuh füttere, dann kommt am Ende wirklich ein Vielfaches an Proteinen wieder raus. Das muss mal jeder verstehen. Und es bringt gar nichts nochmal, dass wir hier alles abschaffen und uns hier ein Wohlergü schaffen und von woanders her herholen. Und das passiert bei der Energie genau das Gleiche und bei unseren Tieren genau das Gleiche. Es ist einfach abenteuerlich, dass man sowas mit meinen 8,5 Milliarden Euro GEZ-Gebühr wirklich um kurz vor 8 zur Primetime als Wissen vor 8 getarnt senden darf. Eine absolute Unverschämtheit. Und wir können uns gerne mal in der Diskussion stellen, aber man lässt ja Leuten, die auch nur ansatzweise einen Widerspruch haben und vor allem auch faktenbasierten Widerspruch leisten könnten, gar nicht in die Diskussion hinein. Für dich.